Habt ihr euch auch schon einmal die Frage gestellt, welcher Decoder der bessere Sound oder die besseren Fahreigenschaften hat? Oft werden Loks von verschiedenen Herstellern verglichen, was allerdings nicht eindeutig klärt, ob es an der Lok oder dem Decoder liegt. Warum haben Märkenloks oft einen Anfahrruck? Ist es der Decoder oder liegt es eventuell an der Lok selbst? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich entschlossen, meine Baureihe 218, die Märklin 2016 auf den Markt gebracht hat, als Testobjekt zu nehmen, um herauszufinden, ob der Decoder allein den Unterschied macht. Somit habe ich mehrere Tests mit derselben Lok, aber mit zwei verschiedenen Decodern absolviert. Getestet habe ich natürlich den ab Werk eingebauten Märklin Sound Decoder 3 und einen ESO Lok Sound 5 Decoder. Der eingebaute Märklin Decoder hat 16 Funktionen, während der ESO Decoder mit der Projektdatei einer Baureihe 280 vollgeladen mit 32 Funktionen ist. Ich habe einige Einstellungen angepasst, damit der ESO Decoder auf die Baureihe 280 von Märklin abgestimmt war, ansonsten habe ich aber die Grundeinstellung beibehalten. Nun einige Betriebsbeispiele, in dem der erste Clip immer den Märklin und der zweite Clip den ESO Decoder zeigt.
Ich denke, das Video kann es gar nicht gut genug verdeutlichen, wie krass der Unterschied zwischen den zwei Decodern ist. Ich habe an der Lok außer dem Decoder nichts verändert und sogar den originalen Merklin-Lautsprecher in der Lok gelassen. Ich war mehr als überrascht, wie viel ein anderer Decoder aus derselben Lok herausholen kann und gleichzeitig auch enttäuscht, dass es Merklin in all den Jahren nicht geschafft hat, sich an den Stand der Technik anderer Decoderhersteller heranzutasten. Ich bin sicher, viele von euch haben mit anderen Decoderherstellern auch gute Erfahrungen gemacht, die genauso gute oder eventuell noch bessere Ergebnisse zustande gebracht hätten. Ich habe auf jeden Fall meine Frage beantwortet, ob es nur an dem Decoder liegt oder eventuell es mechanische Nachteile bei Merklin-Loks gibt. Die Antwort ist klar. Lauf sowie mangelnde Soundeigenschaften sind allein dem Decoder geschuldet. Ich habe auch noch meine Einzelbewertung der verschiedenen Fahr- und Soundeigenschaften eingeblendet. Wie ihr sehen könnt, empfinde ich den Merklin MSD3 Decoder nicht in allen Kategorien schlecht, aber er hängt definitiv hinter den Fähigkeiten vom Loksound 5 Decoder. Ich danke euch allen, die mich bisher herb begleitet haben und würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir in den Kommentaren teilen würdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.